Darauf haben viele Fans von Sturm der Liebe sehnlichst gewartet. Endlich haben sich Boris und Tobias ihre Liebe gestanden. Damit sind sie in der 13-jährigen Geschichte der ARD-Telenovela das erste homosexuelle Paar im Hauptcast. Beim Setbesuch fragt Gala bei den Schauspielern Florian Frohwein und Max Beyer nach: Wie ist es, vor der Kamera plötzlich einen Mann zu lieben? Den Sunny Boy oder den Sohn von nebenan irgendwie, das sind so Sparten, das hat man schon mal gemacht irgendwie und das funktioniert auch und mit Mädels. Das ist aber halt eben was Neues, das ist was Herausforderndes irgendwie auch, finde ich, speziell, weil es ein schmaler Grat ist, den Leuten da draußen das wirklich authentisch zu vermitteln, ohne dass man irgendjemanden auf den Schlips tritt. Prinzipiell fand ich es ein geiles Zeichen, was Sturm der Liebe setzt. Jetzt einfach mal als Message nach außen, weil es das halt wirklich auch noch nie gegeben hat. Ja. Ich meine, seit letztem Jahr, wenn ich mich nicht täusche, ist ja auch die Homo-Ehe in Deutschland oder generell in verschiedenen Ländern und Städten jetzt rechtmäßig und wird praktiziert, was ich sehr gut finde und unterstütze. Keine Liebesgeschichte ohne Küsse, das gilt auch für Sturm der Liebe, Turteltauben Boris und Tobias. Die intimen Szenen für Florian Frohwein und Max Beyer kein Problem. Fragen mich auch super oft Leute, wie ist das denn, mit einem Mann zu spielen oder einem Mann zu küssen, wo ich auch ganz klar sage, es ist eine Sache von Vertrauen zwischen zwei Schauspielern, die professionell sind, und wenn man quasi dieses Vertrauen hat und dann in der Szene sich vertrauen kann, ist alles möglich. Und das egal, ob dann ein Mädchen, eine Frau oder ein Mann, ja, es ist wirklich so. Ja. Und wenn diese Vertrauensbasis einfach da ist, dann ist es super. Und dann kann man sehr schöne Szenen quasi drehen und dann entsteht da auch was Schönes. Ja. Und ich glaube, das ist dann letztendlich das, womit wir auch die Leute kriegen, dass die halt sehen, diese Purheit an den Sachen, und es ist nichts Außergewöhnliches, sondern es ist, wie es ist. Auch wenn du in eine Frau verliebt bist und so, und beim ersten Kuss ist es was Besonderes, beim zweiten und dritten vielleicht auch noch, aber irgendwann ist es ja auch normal zwischendurch, dass du dir einfach einen Bussi gibst, sowas, und das ist dann einfach so. Und das muss dann auch normal sein, auch wenn da ein Bart ist. Wie Florian und Max im Interview verraten, ging es schon beim ersten Kuss ordentlich zur Sache. Die erste Kussszene war ja schon beim Casting. So, und da kamen wir rein und jeder wusste von uns, dass jetzt diese Stelle kommt. Und im Nachhinein haben wir rausgefunden, was sehr lustig ist. Also wir haben uns dann, als ich dann die Rolle bekommen habe und wir uns wieder gesehen haben, haben wir gesagt, ach ja, voll geil, so, hat auch schön, dass es geklappt hat, so mit dir, war es gut funktioniert, so. Und irgendwann, Wochen später, sind wir mal darauf gekommen, dass ich dann doch mal sagen wollte, dass ich im Casting überrascht war, wie krass er zur Sache gegangen ist bei dieser Kussstelle schon. So, und er guckt mich an und er meinte, ja, das wollte ich dir auch schon immer sagen. Ich wollte gar nicht so, aber du hast ja so voll Gas gegeben. Und dann war es so, ja, okay, was ist da passiert? Weil ich bin da rausgegangen und gedacht so, ja, klar, der hat heute schon Casting gehabt, heute ist der 10. Mann, den er küsst, das macht er offensichtlich so, aber ich mach da mal mit. Ja, aber ich habe dasselbe gedacht. Genau. Ich dachte, der will die Rolle unbedingt. Also von daher war der erste Kuss gleich mal sehr innig. Ja. Und da haben wir praktisch gleich, da wurde gerade die Schmerzensgrenze ausgelotet, genau, sag ich mal. Und danach war... Ist es auch nie wieder so weit gekommen. Nein, ist es auch nicht. Den Fans gefällt die Liebesgeschichte zwischen dem Fürstenhofgeschäftsführer und dem Handwerker, wie Reaktionen auf Facebook, Instagram und der Webseite von Sturm der Liebe zeigen. Ist halt so, dass wir halt unter den Fotos Kommentare haben, oh, ist es der für Boris, wir freuen uns so, endlich ein schwules Paar, endlich Homosexualität beim Sturm. Also ich habe, glaube ich, bis jetzt von wirklich, keine Ahnung, tausenden von Kommentaren, glaube ich, noch keins gelesen, wo irgendwie mal drin stand, oh, bitte nicht, so, sondern im Gegenteil, alle sind gierig auf einen Story-Strang von dir und darauf, dass er doch bitte mit mir sein sollte. Ob Boris den Mut für ein Coming-out aufbringt und ein Happy End mit Tobias erlebt, sehen Zuschauer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.